Sepp. Und herzlich willkommen zur Rap-Show. Leute, es geht um Basultanhengst und lebensgefährliche Frauengeschichten, außerdem Lügen von Bushido. Außerdem geht es um ein weiteres Mysterium rund um Bushido und Asche und es geht um Bushido versus Ruth, ein Gerichtsprozess und Bushido. Außerdem haben wir noch mit im Gepäck ein Kollega-Diss gegen Olli Banjo und Kool Savas Frieden mit der ganzen Szene. Ich bin Mr. Rap, dranbleiben. Hey, mein kleiner Alpha-Strolch, jetzt aber ganz schnell zu Zusek Plus und Fitnessprodukte kaufen und mit dem Code RAP10 gibt es nicht nur 5, nicht 7, nicht 8, nicht 10, ja doch, 10. 10% Rabatt gibt's. RAP10. Eieieiei, Leute, was war das schon wieder für ein Deutschrap-Wochenende? Wir starten direkt, passend quasi zum hinter uns liegenden Wochenende rein, mit Frauengeschichten. Etwas also, was du und ich nicht so viel erleben, dafür allerdings Basultanhengst. Und hierüber spricht er im neuen Interview mit Tierstar, ist unten verlinkt. So haut Basultanhengst in dem Interview nämlich gleich zwei Stories raus, wo er aufgrund von Frauengeschichten in der Vergangenheit in Lebensgefahr geschwebt habe. Story Nummer 1, eine Frau, mit der Basultanhengst was gehabt habe, dann allerdings nicht mehr so Bock gehabt habe, hab mit ihr Schluss gemacht, wollte ihr noch ihre Sachen geben, steigt zu ihr ins Auto und Basultanhengst erzählt, er sitzt neben ihr, sie drückt voll aufs Gas, fährt 100 in der 30er-Zone, sagt, du verlässt mich nicht, wenn, dann sterben wir jetzt beide. Basultanhengst in Todesangst überlegt, was er machen soll, schlussendlich kommt er dann dazu zu sagen, ja okay, war alles nicht so gemeint, komm, wir bleiben zusammen, sie hält an, er steigt aus, haut ab, hat sich nie wieder bei ihr gemeldet und erstmal 2 Wochen in der Wohnung versteckt. Das muss Liebe sein. Story Nummer 2, die damals auch ein wenig durch die Medien ging. Eine Dame, die wohl des Öfteren mit auf Tour dabei gewesen ist, auch was mit einem Kollegen von Basultanhengst gehabt hatte und auch mit ihm. Er habe dann irgendwie nicht mehr gewollt. Plötzlich habe diese Dame dann vor der Tür von dem Kollegen gestanden. Der Kollege wiederum habe Basultanhengst angerufen. Basultanhengst habe sie dann wiederum angerufen, gesagt, komm, lass in einer Dreiviertelstunde treffen. Sie sei dann erstmal von der Tür von dem Kollegen abgehauen. Er habe seinen Kollegen abgeholt, noch jemanden. Sie seien zu dritt zu dem Treffpunkt gefahren. Sie sei aus dem Auto gestiegen, recht gut angezogen, habe dann allerdings plötzlich ein riesen Brotmesser aus dem Stiefel gezogen und sei auf die Jungs zugerannt. Einer von den Kollegen von Basultanhengst habe sie dann quasi zu Boden bringen können. Was erscheint dann als nächste logische Konsequenz? Natürlich die Polizei anrufen. Vielleicht allerdings, so erzählt Basultanhengst es auch, 3 Typen, Frau am Boden, Messer daneben. Nicht ganz so eine gute Idee, dann die Polizei anzurufen. So hätten das dann laut Basultanhengst offenbar auch die Polizisten gesehen. Die ganze Situation leicht falsch eingeschätzt. Die 3 Typen mitsamt Basultanhengst zusammengekloppt in die Zelle rein. Währenddessen habe die Frau noch das Kennzeichen von ihnen geklaut. Im Nachhinein sei allerdings prozessmäßig nichts mehr passiert. Auch das muss Liebe sein. Im weiteren Verlauf des Interviews geht es dann beispielsweise auch um diese wilde Jugend von Basultanhengst, Gangzeiten und so weiter und um 2 aufeinanderfolgende Tage, die irgendwann dann Basultanhengst auch quasi zum Aufwachen gebracht hätten und ihn wieder zurück auf den geraden Weg geholt hätten. Erster Tag, Basultanhengst sei fast vom Rooftop gefallen, habe da quasi nur noch irgendwo so gehangen, vom Abgrund, fast quasi da schon gestorben. Tag Nummer 2, direkt im Anschluss, habe Stress in einer Bar gegeben. Einer der Kollegen von Basultanhengst habe einem anderen einen Korkenzieher in die Brust gehauen, später dann beim Abhauen seine Freundin von einem Kollegen mit dem Ring am Zaun hängen geblieben, Finger ab und das alles mit dem Sehen und Blut und alles habe Basultanhengst dann dazu geführt, dass er quasi aufgewacht sei. Es habe Klick gemacht, das sei nichts für ihn. Und neben zahlreichen weiteren interessanten Stories geht es in dem Interview dann auch irgendwann endlich um Rap-Beef, nämlich um Bushido und die Anfänge, gemeinsam BMW mit Orgi zusammen rappen mit Bushido. Basultanhengst beschreibt Bushido zu der Zeit dann als einen Keck, mit dem man aber auch gerne gechillt habe. Aber Bushido habe damals auch schon am meisten quasi die Vision vom großen Rapstar gehabt und auch am meisten durchgezogen, habe gesagt, ey Jungs, ihr werdet sehen, in einem Jahr bin ich auf dem Splash und hat das dann quasi auch schon so fast geschafft. Bushido sei dann damals nach Hannover abgehauen, um sein Tape fertig zu machen, was der erste kleine Bruch in der Beziehung Basultanhengst-Bushido gewesen sei. Dann irgendwann die ganze Agro-Story, bla bla bla. Bushido weg von Agro, zur selben Zeit habe Basultanhengst dann ein Angebot von Agro gehabt, gleichzeitig dann ein Angebot von Bushido, um zu EGJ zu kommen. Er habe das Angebot von Bushido angenommen, allerdings nie wirklich bei EGJ unterschrieben, sei dann allerdings mit den Jungs unterwegs gewesen. Bushido allerdings habe sich in dieser Zeit verändert, sei laut Basultanhengst zwar immer noch der Keck gewesen, habe sich aber nicht mehr wie der Keck verhalten, sondern plötzlich angefangen, Leute, DJs und so weiter aus dem eigenen Umfeld zu unterdrücken und zu opfern. Deshalb sei dann Basultanhengst wieder von EGJ abgehauen, habe sogar auf Geld und irgendwelche Albumrechte verzichtet, habe allerdings den Track Böser Junge gegen Bushido gemacht. Dieser Track ja nicht wirklich Diss oder Battle Track, sondern eher quasi, ey,
Bruder, alter Freund, wach mal auf. In Reaktion auf diesen Track habe dann allerdings Bushido, so sagt es Bastian Hengst, die Rückenpolitik angefangen. Beispielsweise wurde Bastian Hengst in irgendwelche Cafés zitiert und Bushido habe dann in diesem Zuge, so erzählt es Bastian Hengst, auch angefangen, gegenüber Arafat über Bastian Hengst zu lügen. Beispielsweise hätte Bushido gesagt, Bastian Hengst wolle jetzt irgendwie Geld von denen abzwacken. Und außerdem ging es wohl um irgendeinen Foreneintrag im MSTEF-Forum, wo irgendjemand was gegen Arafat geschrieben habe, aber Bushido habe behauptet, das habe Bastian Hengst geschrieben. Daraufhin quasi Stress und was in der Hinterhand und so ein bisschen. Später dann habe Bastian Hengst deswegen die ganze Sache auch auf Battle-Ebene gezogen. Dann wurden nicht mehr nur so nette Tracks veröffentlicht, sondern beispielsweise auch Bushido. Bushido wiederum, so erzählt es Bastian Hengst, habe in Reaktion auf diesen Track dann wiederum sein ganzes Studio kaputtgeschlagen und direkt Echo einfliegen lassen, damit Echo wiederum eine Antwort für Bushido gegen Bastian Hengst schreibt. Huiuiuiui. Also Leute, ich denke, ihr merkt schon, dieses Interview lohnt sich auf jeden Fall zu gucken. Bleiben wir allerdings mal bei Bushido. Hier gibt es ja in den letzten Wochen und Monaten wirklich zahlreiche Gerüchte um ein irgendwie geartetes Verhältnis zwischen Bushido und Asche. Und diese Gerüchte flammen jetzt wieder aufgrund eines Instagram-Story-Beitrages von Asche. Hier zeigt Asche nämlich ein Foto, quasi aus dem Presswerk. Man sieht mehrere Kartons und darauf die beiden Asche-Album-CDs liegen. Und Asche fragt dann seine Fans quasi so, ey, soll ich mal ins Presswerk und da so einen kleinen Vlog drehen? Okay, denkt man, was ist dabei? Das seht ihr jetzt. Denn auf Twitter ging plötzlich ein Foto rum mit einer detektivmäßigen Entdeckung aus diesem Foto von Asche. Denn man sieht Asche-CDs auf irgendwelchen Kartons liegen und auf einem Karton unten steht der Name Bushido. Was hat das zu bedeuten? Unter diesem Tweet wird dann kommentiert, Asche habe diese ursprüngliche Story auch schon gelöscht. Ein anderer antwortet dann, er habe bestimmt einen Einlauf von Bushido bekommen, worauf dann wiederum Bushido himself antwortet, nein, kein Einlauf. Und ich denke, damit sind die Gerüchte jetzt endgültig beseitigt und klar, wir wissen es alle, ganz klar, CCN4 kommt. Und damit immer noch nicht genug von Bushido, denn es gibt derzeit außerdem auch noch einen weiteren Gerichtsprozess rund um Bushido, diesmal gegen mit von Roos. So berichtet beispielsweise die Bild-Zeitung davon, dass es letzten Donnerstag einen Prozess am Essener Landgericht zwischen Roos und Bushido gegeben habe. Eigentlich hätte Bushido persönlich erscheinen sollen, müssen, können, sei allerdings nicht erschienen, sondern habe sich nur anwaltlich vertreten lassen. Es geht laut Bild um mehrere Punkte, in denen Roos eine einstweilige Verfügung gegen Bushido beantragt habe. Beispielsweise die Zeilen von Bushido gegen Roos auf King Sonny Black oder auch das, was man im Trailer von Bushido zu Sonny Black 2 hören konnte, wie diese Zeilen, deutscher Hip-Hop ist ein Haufen Scheiße, so wie Roos gehen. Am Donnerstag soll dann Roos vor Gericht ausgesagt haben, dass ihn diese Zeilen verletzt hätten und er außerdem quasi unter einer angeborenen Stoffwechselerkrankung leide, deshalb behindert sei und deswegen diese mit Roos Gene und sowas quasi noch härter treffe. Interessante Nebeninfo, Roos lässt sich in diesem Prozess von Dr. Arabella Pot vertreten, die laut BZ die Anwältin der Clans ist. Hui, 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 hui. Und damit setzen wir jetzt vorerst mal, bis es morgen weitergeht, einen kleinen Haken hinter Bushido und kommen zu Kollega. Der hat nämlich am Wochenende ein paar Bars rausgehauen. Es geht um Zigarrenpausen-Bars zum Runterkommen in Klammern ASMR, quasi gedichtmäßig vorgetragene Bars des Weltmonarchen. Kann man wirklich schön entspannen, meditieren, die Augen zumachen, bis einen dann plötzlich eine Zeile in die Gehörgänge fliegt, wo man dann wieder aufwacht und denkt, es gibt's Beef. Und zwar fällt von Kollega die gedichtsmäßige Zeile Cringe wie Olli Bagno Flows. Das gibt Beef. Wo es allerdings offenbar überhaupt gar keinen Beef mehr gibt, ist rund um Kool Savas. Der hat nämlich vor kurzem eine Instagram-Fragerunde gemacht und wurde da beispielsweise gefragt, was ist los mit dir und Siggi? Und antwortet, alles geil, ich küsse seinen Bart. Oder auch wieder gefragt, bist du noch cool mit Kollega? Und sagt, klar. Oder auch wieder gefragt, hast du gehört, was Echo gesagt hat bei Nice or Scheiß? Nette Worte von Echo an Kool Savas. Und Kool Savas antwortet, ja, hab mich sehr gefreut über die lieben Worte. Danke Echo, auch von meiner Seite nur Frieden und Liebe. Also beim ehemaligen Battle MC King Kool Savas nur Liebe und Frieden. Each one teach one. Das hat für mich mit Hip-Hop nichts zu tun. Von daher reicht's mir jetzt auch. Denn das war's von mir. Abonnier und aktivier die Glocke. Ich bin drogenfrei. Ich bin drogenfrei.